So, wir begrüßen heute hier bei uns Oliver Janich, Gründer der Partei der Vernunft, ehemaliger Journalist bei Focus Money und Autor des Buches Das Kapitalismus-Komplott. Und wir freuen uns, dich für ein kurzes Interview gewinnen zu dürfen. Also, du schreibst über die neue grüne Weltordnung. Kannst du uns darüber bitte etwas erzählen? Wie funktioniert das? Wie sind die Mechanismen? Wie sind die Auswirkungen? Was machen die da eigentlich genau? Also, es geht darum, diese Leute sagen, sie wollen den Planeten global managen. Ja? Das heißt, sie wollen eine zentrale Stelle, die den ganzen Planeten verwaltet. Ja? Manche nennen das Weltregierung. Ja? Das ist eigentlich auch der korrekte Begriff, denn eine Institution, die global für alle was bestimmt, ist eine Weltregierung. Und die Leute wollen aber nicht von der Weltregierung regiert werden. Also brauchen sie einen Grund. Ja? Und das ist eben die grüne neue Weltordnung, von der Angela Merkel spricht. Dazu hat man das Klimamärchen erfunden, ja, dass der Mensch das Klima erwärmt, obwohl CO2 nur zu 0,038% in der Luft vorkommt und der Mensch auch nur einen ganz geringen Anteil daran hat. So können sie jedem Menschen vorschreiben, wie er lebt. Ja, weil CO2 fällt beim Ausatmen an, es fällt bei jedem Produktionsprozess an. Das heißt, wenn ich das reguliere, kann ich die Produktion kontrollieren und den Konsum, ja, und wie die Menschen leben. Ja. Also angeblich sind Kinder klimaschädlich, weil die natürlich mehr CO2 produzieren im Laufe der Zeit. Und das ist einfach ein Trick, um die Menschen mit Angst unter Kontrolle zu halten. Ja, und da war doch irgendwie auch ein FDP-Politiker, der etwas darüber ausgepackt hat. Oder täusche ich mich da jetzt? Nee, das stimmt. Ja, also Hanna Thiele ist eine FDP-Insiderin, die ist schon sehr lange in der FDP und kämpft dort gegen diesen Klimaschwindel, weil ihr bewusst ist, was da passiert. Und über sie wissen wir auch, dass die FDP-Spitze genau informiert ist. Ja. Also man weiß ja immer nicht, ob die Leute einfach nur aus Dummheit oder aus Unwissenheit agieren. Aber es gibt ja sehr viele Klimaforscher, die immer wieder zu diesen Politikern hingehen. Und wir wissen bei der FDP, dass die Spitze komplett Bescheid weiß. Natürlich weiß Angela Merkel auch Bescheid, die ist Physikerin. Und die wissen also, dass sie bewusst das Volk betrügen. Und manipulieren. Ja, das ist nicht nur Versehen, ja, wo man denken könnte, ja, es ist halt eine falsche Ideologie oder eine Wissenschaft, die in die Irre geleitet ist. Das ist schon Absicht. Ja, zu Libyen. Jetzt ist ja der NATO-Angriffskrieg gegen die libysche Bevölkerung. Ja. Es ist eine neue Rebellenregierung, wo einige Mitglieder dieser Regierung geheim gehalten werden, also sehr ominös. Ja. Amerika hat ja Osama Bin Laden jetzt angeblich eben nach 10 Jahren nochmal getötet. Nochmal getötet, aus Pakistan abgeholt, ja. Und Amerika fliegt ja weiter Drohnenangriffe und zeigt Aggression in Pakistan, sodass China mittlerweile schon gesagt hat, hey, Moment, Schluss mit diesen Aggressionen, wir stehen hinter Pakistan. Wie schätzt du die Lage ein? Was steckt da dahinter? Was soll damit erreicht werden? Ja. Was sind die eigentlichen Hintergründe dieses NATO-Angriffskrieges? Ja. Also was genau dahinter steckt, weiß man nie. Also man weiß auch nicht, was genau hinter dem Irakkrieg steckt. Ja. Wir wissen nur, dass es nichts mit Massenvernichtungswaffen zu tun hatte oder mit Osama Bin Laden. Aber man kann nicht genau wissen, was die falsch gemacht haben. Es könnte bei Libyen und im Irakkrieg um etwas gehen, was die meisten Leute gar nicht realisieren. Die meisten denken, es geht nur ums Öl. Es geht aber wahrscheinlich auch ums Geldsystem. Also zum Beispiel wollte Saddam Hussein alle Ölverkäufe in Euro abwickeln und nicht in Dollar. Das hat den Amerikanern natürlich nicht gefallen. Und in Libyen gibt es Gerüchte, ich habe mir das nicht genau angeschaut, aber dass der Gaddafi für den arabischen Raum den Golddinar einführen wollte. Das heißt eine goldgedeckte Währung und das würde natürlich das Zentralbankensystem zum Scheitern bringen. Ja. Und was sehr interessant war, die libyschen Rebellen haben wenige Tage, nachdem es begonnen hat, die Revolte, haben sie gesagt, sie gründen eine Zentralbank. Und ich meine, ich kenne keine Rebellen, die Zentralbanken gründen. Ja. Also es liegt der Verdacht nahe, dass es eben diese Banken, die dieses Zentralbankensystem gegründet haben, 1913 die Federal Reserve, dass die auch da Interessen haben. Ja. Ja. Der Gaddafi war sicher kein guter Mensch oder ist keiner. Ja. Es ist eine Diktatur, das ist klar. Aber wir haben viele Diktaturen auf der Welt, ja, und man muss sich immer überlegen, warum jetzt gerade der auf der Abschussliste steht. Ja, vor allem Gaddafi war ja damals auch verbündet mit Amerika. Nicht? Genau. Amerika hat Gaddafi ja eigentlich auf diesen Thron gehievt. Ja, ja. Da gibt es auch eine ganz gute, ich glaube von Nigel Farage im EU-Parlament, der dann sagt, ja Moment mal, im letzten Jahr habt ihr den alle noch die Hände geschüttelt. Ja, und hofiert. Und hofiert und plötzlich,
Moment, das ist ja ein Diktator. Ja, und die letzten 40 Jahre war keiner. Also das, was da im arabischen Raum passiert, ist sehr gefährlich. Und wir wissen ja, dass es einige Gruppen gibt, die darauf hinarbeiten, dass es dort eben zu größeren Schwierigkeiten kommt. Ja. Und das ist ja auch ein Brandherd, ja, der ganze Nahe Osten. Und statt, dass man auf Frieden hinarbeitet, ja, also zum Beispiel bekommt Obama den Friedensnobelpreis und der führt zwei Kriege. Ja. Also, absoluter Wahnsinn, wenn, dann sollte er ihn bekommen, nachdem er es beendet hat. Also das ist eine Krisenregion, die sicher geopolitische Bedeutung hat. Ja. Und bei dem Nobelpreis, wie du sagst, beim Friedensnobelpreis, da sieht man dann auch wieder, wie viel das eigentlich wert ist. Ja, gar nichts. Genau, gar nichts. Genau. Hat ja. Henry Kissinger auch einen? Ich weiß es nicht. Ja. Also, haben wir ja gerade Vorfahren sehen auf der Bilderberger Konferenz. Ich glaube, er hat auch einen. Das könnte sogar sein, ja. Also sagen wir mal so, wenn man sich die Liste der Friedensnobelpreisträger anschaut, ist es eine Liste der Kriegsverbrecher. Ja. Einer der letzten Friedensnobelpreise war Al Gore, ja, mit seinem Lügenfilm über das Klima, dem in einem englischen Gericht lauter Fehler nachgewiesen wurden, und so einer kriegt den Friedensnobelpreis. Also wir wissen, der ist nichts wert. Nach Fukushima werden die Stimmen immer lauter nach alternativer Energie, und es gibt da zum Beispiel dieses Projekt, das sich Desertec nennt, wo in der Wüste die Solaranlagen aufgestellt werden und der Strom bis nach Europa rüber transportiert werden soll, was sich aber dann der Kosten-Nutzen-Effekt irgendwo nicht aufgeht, weil so viel Strom bei diesem Transport nach Europa verloren geht, dass das wenig Sinn hat. Wie würdest du jetzt aus Sicht der Partei der Vernunft, wie würdest du diese ganze Problematik mit dem Atomausstieg und der Energiepolitik, was würdest du, wie ist dein Programm, was würdest du da ändern, wie würdest du das gestalten? Also generell, also Desertec ist natürlich ein größenwahnsinniges Projekt. Man sieht allein schon daran, dass da was nicht stimmen kann, dass die Münchner Rückversicherung da mit drinsteckt. Was hat ein Allfinanzkonzern mit Solarenergie zu tun? Dann der Club of Rome steckt mit drin. Der Club of Rome ist die Institution, die uns die meisten Lügen verkauft, die wir glauben, dass uns die Rohstoffe bald ausgehen, was nicht stimmt, ja, dass der Mensch das Klima erwärmt. Die stecken da mit drin. Solarenergie generell ist völlig unsinnig. Also ich habe nichts dagegen, wenn es funktionieren würde. Aber was man wissen muss, wenn eine Energie teurer ist, dann deswegen, weil man mehr Energie reinstecken muss. Die Solarzelle ist so teuer in der Herstellung, weil man so viel Energie reinstecken muss. Das heißt, in der Bilanz ist die wesentlich schlechter als die herkömmlichen Energien. Das heißt, wir würden generell keine Art von Energie subventionieren, das ist unser Programm. Und zum Beispiel in Sachen Atomkraft müsste natürlich der Anbieter von Kernkraftwerken müsste voll für alle Schäden haften. Eine Rückversicherung müsste das versichern. Und wenn keine private Rückversicherung bereit ist, das zu versichern, dann ist es zu risikoreich. Ja? Das heißt, wir werden oft gefragt, was ist eure Energiepolitik? Wir haben keine Energiepolitik. Die Leute entscheiden das vor Ort, was sie für den Strom haben wollen. Und der Energiekonzern muss die Leute vor Ort überzeugen, dass seine Energie sicher ist. Beispielsweise kann ich mir vorstellen, dass es Energiekonzerne gäbe, die würden sagen, dürfen wir hier unser Kraftwerk bauen, Kohlekraftwerk, dafür kriegt die Bevölkerung der Gemeinde den Strom umsonst, zum Beispiel. Ja? Und die anderen müssen halt zahlen. Das reguliert alles, regulieren die Menschen unter sich. Ja? Also man sagt dann immer, das reguliert der Markt, dann kommt immer die Gegenkritik, ja, ja, der Markt reguliert alles. Der Markt ist ja nur der Ort, an dem Leute zusammenkommen. Ja? Wenn sie sich freiwillig auf etwas einigen, dann kommt meistens was Vernünftiges raus. Wie ein Basar, nur im Großen eben. Genau. Ja. So ist es. Alles klar. Man kann das generell auf alles übertragen. Ja? Also es basiert ja alles auf freiwilligen Verträgen. Und wenn ich mich freiwillig auf was einige, dann ist es immer zum Nutzen von zwei Leuten. Und ich darf natürlich keinem Dritten dann damit schaden. Ja. Gerald Silanti vom Trend Research Institute hat ja vor kurzem angekündigt, also er meinte, dass 2011, spätestens 2012, in gewisser Hinsicht ein Kollaps in Amerika stattfinden wird. Hast du davon gehört? Gerald Silanti. Also der ist sehr glaubwürdig, weil er in den letzten 30, 40 Jahren immer das Richtige vorhergesagt hat. Ja, er hat eine ganz geringe Fehlerquote nur. Genau. Er erwartet bürgerkriegsähnliche Zustände. Genau, ja. Das ist relativ wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich gehen über die Losspaltung von einzelnen Staaten. Also einzelne Staaten wie Utah haben ja schon angekündigt, Gold und Silber wieder als Währung einzuführen. Und die werden sich vom Zentralstaat loslösen, was in der Verfassung erlaubt ist. Aber das wollen natürlich die Zentralisten nicht oder die hinter der Federal Reserve stecken. Und dann werden die versuchen, da militärisch vorzugehen, und dann wird sich's entscheiden. Ich persönlich glaube, dass Amerikaner nicht auf Amerikaner schießen werden. Deswegen versuchen die da UNO-Truppen reinzukommen. Ja. Deswegen haben die auch Gesetze entsprechend geändert. In Europa soll es auch so sein, dass dann Franzosen in Deutschland einmarschieren und umgedreht. Wenn das nicht gelingt, dann kann es auch sein, dass es nicht gelingt, die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Und das wäre dann, geht hoffentlich möglichst unblutig ab dann.
Aber man weiß es nicht. Also die nächsten Jahre werden turbulent. Und sollte das eintreten, wie schätzt du es ein? Welche Auswirkungen wird das auf uns in Europa haben? Natürlich ganz heftige. Wenn wir Glück haben, wenn die Europäer Glück haben, kämpfen die unseren Kampf dort. Und wenn dort die Tea Party Bewegung oder die Freiheitsbewegung oder die Wahrheitsbewegung gewinnt, dann wird die in Europa auch gewinnen. Also wir sind noch nicht so weit wie die Amerikaner. Also die meisten denken ja irgendwie böse über Amerika, weil die in andere Länder und so einfallen. Aber das ist ja nicht die Bevölkerung, die das will, sondern sie wird mit derselben Propaganda beschallt wie wir auch. Ja. In Wirklichkeit ist die Bevölkerung dort schon viel weiter in Sachen Aufklärung. Über den 1. September, über Klimawandel, das stand sogar in der Washington Times oder Washington Post. Es wurde auch gesagt, Ron Paul, der libertäre Präsidentschaftskandidat, hätte die besten Chancen, außer natürlich den etablierten Kandidaten der zwei Parteien. Genau. Ja. Also Ron Paul würde sofort, wenn er jetzt zur Wahl ginge, würde er als Präsident gewählt werden, da bin ich ganz sicher. Ja. Inzwischen kennen ihn auch genug Leute. Es ist die Frage, ob ihn die Republikaner aufstellen. Ja? Und wenn sie dann aufstellen, ob er das überlebt. Ja, und dann noch die Frage, in Amerika werden die Wahlen durch Wahlautomaten entschieden. Ja, genau. Das heißt, er müsste, ich nehme an, das ist sein Plan, er müsste, wenn er dann verliert die Wahl, müsste es anfechten und sagen, wir müssen, die Wahlautomaten müssen rausgenommen werden aus der Rechnung und nur die nachzählbaren Stimmen. Weil die werden die garantiert manipulieren, das ist gar keine Frage. Ja. Auf jeden Fall. Und wir haben ja auch schon gesehen, sie haben es in der Vergangenheit des Öfteren gemacht. Genau, es ist bewiesen praktisch. Ja. Es ist auch immer sehr lustig, wenn es dann darum geht, Wahlbeobachter in irgendwelche dritte Weltländer zu schicken, die sollten Wahlbeobachter nach Amerika schicken. Ja. Und bei uns in Deutschland sind zum Beispiel Wahlautomaten zum Glück verboten worden. Das Verfassungsgericht, das ist schon mal ganz gut. Ja. Dann reden wir noch etwas über den Euro-Rettungsschirm. Wie stehst du dazu? Wie stehst du zum Euro-Rettungsschirm? Was ist deine Meinung dazu und was sollte gemacht bzw. nicht gemacht werden? Ja. Also wir haben ja die Anti-Euro-Demos in Deutschland ins Leben gerufen, in Berlin und in Frankfurt. Ist noch nicht so eine Massenbewegung geworden, wie wir uns erhofft haben. Das liegt aber daran, dass es den Deutschen vor allem noch zu gut geht. Also die Spanier und die Griechen merken ja schon die Einschnitte. Bei uns, wir haften jetzt für alle. Diese Rettungspakete werden Deutschland ruinieren. Wenn es dann dazu kommt, dass die bei uns Sozialkürzungen machen und Steuererhöhungen, um andere Länder zu retten, dann wird es wahrscheinlich hier die Aufstände geben. Und für die anderen Länder ist es ja auch alles schlecht. Ja? Die bräuchten bloß ihre Weichwährung wieder einführen, zum Beispiel die Drachme, dann können die ihre Inflationspolitik weitermachen, wenn sie Lust haben. Aber die Deutschen müssen nicht dafür haften. Und die Griechen sind sauer auf die Deutschen, weil sie ihnen angeblich Vorschriften machen. Ja, wenn ich jemandem Geld leihe, dann muss ich ihm auch sagen können, wie er es verwendet. Ja, aber teilweise sagt die griechische Bevölkerung ja auch schon, wir wollen eigentlich euer Geld überhaupt nicht. Lasst uns zurückgehen in die Drachme. Genau. Und es wäre für alle besser. Ja? Jeder hat seine Währung. Ich meine, alle diese Währungen sind schlecht. Sie sind Papiergeld, das aus dem Nichts erzeugt wird. Die erzeugen alle Inflation. Aber da hat wenigstens jedes Land die Inflation, die es verdient. Ja? Und wir sind ja dafür, das staatliche Geldmonopol komplett abzuschaffen, dass sich die Menschen selber entscheiden können, welches Geld sie benutzen. Das war in der Vergangenheit über die letzten Tausenden von Jahren immer Gold und Silber. Was ist der Vorteil? Gold und Silber ist nicht beliebig vermehrbar. Ihm steht auch keine Schuld, keine Verbindlichkeit gegenüber. Es kann also gar nicht zu einem Finanzcrash kommen. Deswegen denken wir, dass wenn man das staatliche Geldmonopol abschafft, dass dann Gold und Silber übrig bleibt. Wird übrigens ganz genauso praktisch funktionieren wie jetzt. Da gibt es trotzdem Zahlungsverkehr, Überweisungen und Checks und so weiter. Die lauten halt nur auf Gold. Ja. Also es wird genauso praktisch zu handeln sein wie unsere jetzigen Banken. Ja, und früher war es doch auch so, die Leute konnten in die Bank gehen, haben die Geldscheine abgegeben und konnten dafür das, was das wert war in Gold oder Silber, wieder mitnehmen. Nicht? Man kann ja einfach mal auf den Euroschein schauen. Also früher stand auf den Geldscheinen eintauschbar in so und so viel Unzen Gold. Auf dem Euro steht gar nichts mehr. Da steht doch nicht einmal, dass du den Schein irgendwo abgeben kannst, weil er nicht, er ist nur also das Papierwert. Wo ist, auf dem er gedruckt ist, genau. Wo ist der Wert? Ja, genau, absolut. Also jedes Papiergeldsystem tendiert dazu, seinen wahren Wert am Ende zu haben, nämlich null. Bilderberg 2011 in St. Moritz in der Schweiz. Wie sind deine Eindrücke? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Wie siehst du die Situation? Wie schätzt du sie ein? Also es war eine sehr interessante Erfahrung. Also es ist schön, man muss dankbar sein für jeden, der hergekommen ist, also nicht von den Teilnehmern, sondern von den Demonstranten oder den Gegnern. Aber es war, ich finde, erschreckend wenig, ja, weil die Schweiz liegt eigentlich sehr gut, hat viele Länder um sich herum. Und es ist auch speziell so, dass die Schweizer Bevölkerung eigentlich relativ aufgeklärt ist aus meiner Sicht.
Das heißt, man hätte da durchaus mehr erwartet, mehr an Widerstand. Also ich denke, über die Art von Widerstand lachen die, ja. Also man hat ja auch Henry Kissinger, glaube ich, beim Rheinfahren lachen sehen. Ja? Also die, so groß bedroht fühlen die sich jetzt nicht. Es dient, glaube ich, in allererster Linie dazu, dass sich die Widerständler vernetzen können, ja? Dass man sich untereinander kennenlernt, Meinungen austauscht. Und es war auch nicht sonderlich abgeschirmt, finde ich. Ja? Also man hätte da durchaus wahrscheinlich rein können, ja? Also wenn man es geschickt anstellt. Ja. Aber nützt ja nichts. Ja? Also die sind wahrscheinlich jetzt relativ beruhigt, weil in Spanien waren die Proteste schon größer und die Bilderberger gehen ja jetzt eine kleine Wandlung, oder machen eine Wandlung durch und haben jetzt eine Internetseite. Ja. Und man muss immer ein bisschen erschrecken, wenn man den Leuten das erzählt über die Bilderberger Konferenz, wie wenig die das eigentlich schockt. Ich meine, die treffen sich seit 1954, ja, ja. Und das steht in keiner Zeitung. Und nur weil sie jetzt eine Internetseite haben, sagen sie dann, ja, ist ja gar nicht geheim. Ja, hallo, warum haben die sich 60 Jahre lang im Geheimen getroffen? Ja, ja? Absolut, das ist vorgetäuschte Transparenz, oder? Genau, ja. Also es ist sogar noch schlimmer, es ist Vertuschung. Ja? Dann werden vielleicht so ein paar Themen noch rausgegeben, aber das, was die in den Hinterzimmern besprechen, das steht sicher nicht auf der normalen Tagesordnung. Ja, und es wurden auch Teilnehmer der Konferenz fotografiert, die natürlich nicht auf der Liste gestanden sind, auf der offiziellen. Also sieht man mal wieder, wie viel das wert ist, was genau. Dort, wie viel ihre Internetpräsenz eigentlich wert ist. Ja, also offensichtlich können die Teilnehmer sich das wünschen, ob sie dann darauf erscheinen oder nicht. Ja? Zum Beispiel ist es wohl so, denke ich, dass die amerikanischen Politiker eher nicht drauf erscheinen, die ein Amt haben, wie Obama oder so. Wollen wir nicht wissen, ob er da war, den hätten wir wahrscheinlich schon erkannt. Aber bei denen gibt es ja einen, ich glaube, das ist der Logan Act, denen ist es ja verboten, ja. Sich im Geheimen mit anderen die Regierungsvertretern zu treffen. Deswegen sagen die es nicht, aber sind natürlich auch immer da. Ja. Also ich bin ziemlich sicher, dass Obama auch, also jetzt nicht hier war, aber ich glaube 2008 oder so, wo er da mal verschwunden ist, mit den Journalisten irgendwie ins Flugzeug gesetzt hat, irgendwo anders hin. Ganz genau, ja. Und der in Washington war es da, ja. Es ist ja offensichtlich, dass der da war. Ja. Und ist auch letztendlich egal, wer da genau da ist, aber erstaunlich ist, dass früher, wo die Transparenz noch höher war, insofern, weil die nicht beachtet wurde, die Konferenz, dass viele US-Präsidenten, bevor sie Präsident wurden, dort erschienen sind, auch deutsche Kanzler. Ja, ja, Angela glaub, Merkel, genau. Schröder. Schröder, genau. Herr Schröder, ob er vorher da war, weiß ich nicht, aber wo er abdanken musste, war er da 2000. Ja, ich glaube, er war auch vorher da. Ja, bevor Helmut Schmidt auf jeden Fall. Und ich habe die alle in meinem Buch, also ich habe es aufgelistet, wer wann da war und was danach wurde, also über 50 Personen. Das sagen die dann immer, ja, die haben halt ein gutes Händchen. Aber es ist doch logisch, wenn ich in ein Netzwerk habe und mich da treffe und danach plötzlich die Zeitungen über mich positiv berichten, das haben wir bei Angela Merkel sehr gut verfolgen können, die wurde aber hochgelobt. Und ich meine, das ist eine Frau mit einem Charisma von einem Putzlappen, ja, ist rhetorisch nicht besonders gut. Und dann wurde immer geschrieben, ja, sie würde logisch denken können und Dinge voraussehen. Also ich sehe kein besonderes Talent, politisches Talent, die wurde einfach in die Position gehievt und dann hochgejubelt, ganz einfach. Ja. Lass uns noch etwas über die Partei der Vernunft reden. Wir sind alle schon recht gespannt in Österreich und in der Schweiz, ob dort auch die Partei gegründet wird. Ja. Kannst du uns mal erzählen, wie der derzeitige Stand der Dinge aussieht? Also wir bekommen sehr viele Anfragen aus Österreich. Wir versuchen jetzt einen Koordinator dafür zu finden, dass einer von denen, der uns da anfragt, dass wir mit dem für fähig halten, das zu koordinieren. Dann würden wir gerne natürlich unsere Unterstützung, vor allem unser Know-how weitergeben und auch die, könnte man auch die Internetpräsenz vernetzen und so weiter. Wäre natürlich sinnvoll, ja, in mehr Länder, je mehr Länder es solche Parteien gibt, desto besser. Schweiz hatten wir auch schon mal vor, eine Partei aufzumachen, aber das ist dann gescheitert an der Manpower. Aber da würden wir auch gerne helfen, um zu vernetzen. Ja. Wobei in der Schweiz, die Schweizer Volkspartei schon ein Teil der Schweizerischen Volkspartei schon relativ nahe an dem dran ist, was wir sowieso wollen. Ja. Vielleicht spalten die sich mal ab. Mhm. Na, dann kann man ja gleich den Aufruf machen. Wer interessiert ist an der Partei der Vernunft, und mithelfen möchte, der soll sich doch bitte melden. Nicht? Genau. Sagst du vielleicht die Website noch? Das ist parteidervernunft.de und da am besten entweder an den Bundesgeschäftsführer oder an den Bundesgeneralsekretär wenden, wenn es aus anderen Ländern ist. Das wird dann schon richtig weitergeleitet. Vielleicht generell noch zu dem, was wir demnächst vorhaben. Wir haben jetzt in 11 Bundesländern gegründet, Landesverbände gegründet, wollen bis zur Bundestagswahl alle 16 gegründet haben. Und wir sind auf einem sehr guten Weg. Man merkt, also die Landesverbände entwickeln sich unterschiedlich, aber es kommt immer darauf an, wer eben im Vorstand ist, wie engagiert die Leute sind. Und wir sind recht zuversichtlich, dass wir schon auf dem Weg dorthin bei der einen oder anderen Landtagswahl
erfolgreich antreten. Wir haben jetzt schon einen ersten Bürgermeister in unseren Reihen. Also es ist nur ein stellvertretender Ortsbürgermeister, aber immerhin. Und wir haben ja das Konzept der kommunalen Selbstverwaltung. Das heißt, wir wollen die Steuern- und Abgabenhoheit auf die Gemeinden übertragen und die Ausgabenhoheit, das ist ganz wichtig. Denn bei uns gibt es einen Länderfinanzausgleich, das heißt, die schlechten Länder bekommen von den guten Ländern auch noch Geld. Das heißt, dass auch die guten Länder nicht mehr sparen, weil sie das Geld ja nur abgeben müssen. Wenn aber jede Gemeinde für sich selbst entscheidet, welche Steuern und Abgaben und Ausgaben es gibt, dann gibt es einen Wettbewerb der Ideen, da können auch verschiedene Systeme ausprobiert werden, es kann dann auch kommunistische Gemeinden geben, die gibt es halt dann nicht lange, ja? Oder Freigeldversuche, wovon wir auch nichts halten, aber man kann dann alles ausprobieren vor Ort. Und deswegen, wenn wir mal so einen Bürgermeister stellen, könnte ja der Bürgermeister sich aufs Grundgesetz berufen, da ist es nämlich garantiert, dass Kommunen sich selbst verwalten dürfen. Dann sagt er einfach, nee, wir zahlen keine Steuern an den Zentralstaat. Und dann muss man mal sehen, was dann passiert. Ich meine, wenn die dann einmarschieren mit dem Militär, dann gibt es auch schlechte Presse. Also das könnte einer der Wege sein, sozusagen von unten dieses Parteienkartell anzugreifen. Ja, ja. Und gibt es in nächster Zeit irgendwelche Veranstaltungen, wo du vielleicht die Termine noch erwähnen möchtest? Ja, ich habe es selber, ja doch, was mir jetzt ad hoc einfällt, am 2. Juli haben wir eine Veranstaltung mit Carlos Gebauer, ein erfolgreicher Autor und Rechtsanwalt, der auch im Fernsehen oft auftritt, ein Libertärer. Da wird Professor Geng dann auch noch einen kurzen Vortrag halten und ich, das ist in Offenburg. Ansonsten haben wir einen Veranstaltungskalender auf der Webseite, da kann man immer schauen, in welcher Gegend wir gerade was machen. Muss man sich ein bisschen durchklicken, also weil nicht alle Veranstaltungen eben groß auf der Webseite angekündigt sind. Und da sind wir eigentlich ziemlich präsent, also wir machen in allen Bundesländern immer mal wieder Veranstaltungen. Da kann man auch die anderen Parteimitglieder kennenlernen. Ja. Na großartig, dann sage ich vielen Dank Oliver Janich für das Interview. Danke auch. Das war unsere Freude. Danke, tschüss.